Wehrersatzdienst geleistet in einem Altersheim und hatte da natürlich viel mit älteren Menschen zu tun. Mich hat ein bisschen, wie soll ich sagen, bekümmert, wie die alten Menschen dort auf ein Abstellgleis geschoben worden sind und quasi so in die Tage hinein vegetieren und auf ihr Ende wortwörtlich warten. Und das hat mich damals sehr bewegt und ich habe damals gerade angefangen zu fotografieren auch und habe dort meine ersten Serien produziert und habe mit den Menschen viel gemeinsam gemacht und auch gemerkt, wie sehr sie eigentlich noch lebten oder Lebensfreude genossen, wenn man sich um sie gekümmert hat, ne? Wenn sie Teil eines Tagesablaufs sein konnten, wenn sie Teil eines Programms sein konnten, wenn sie irgendwie noch mitspielen konnten. Und allein im Altersheim zu leben, auf einer Pflegestation und nicht mehr Herr seiner selbst zu sein, mehr oder weniger, oder seines Tagesablaufs, das hat die Leute dann noch schneller altern lassen und irgendwie auch so verkümmern lassen. Das tat mir damals sehr leid. Ich vermute mal, das war so ein bisschen der Auslöser, warum ich mich dann später, 10 Jahre später, mit diesem Thema intensiver beschäftigt habe. Die Zahl der 100-Jährigen ist in den letzten 40 Jahren sprunghaft angestiegen. Ende der 70er Jahre gab es ein paar hundert 100-Jährige in Deutschland. In diesem Jahr ist die Zahl der 100-Jährigen in Deutschland über 20.000 gestiegen. Und ich bekam dann auch zunehmend Zuschriften und Anrufe und E-Mails von Angehörigen, die gesagt haben, ah, meine Großmutter wird jetzt 100 oder mein Großvater 101 und so weiter. Herr Dormehlen, brauchen Sie nicht noch für Ihre Sammlung einen 100-Jährigen? Die Weltgesundheitsorganisation definiert Menschen ab 60 als älter, ältere Mitbürger. Ja. Für dieses Projekt sind wir bei 70 eingestiegen. Also es ging darum, sich im Alter nach dem Berufsleben nochmal zu finden oder was Neues zu finden, was man machen wollte, sich dem zuzuwenden, wo man die ganze Zeit keine Zeit zugehabt hat. Also da, und da sollten auch schon Erfahrungen da sein, dass die Personen dann auch darüber sprechen können. Es ist nie zu spät, mit etwas neu anzufangen. Tatsächlich, wenn man erst spät im Leben mit etwas ernsthaft anfängt, zum Beispiel eine gewisse Sportart auszuüben, ein gewisses Hobby zu betreiben, was halt, ich sag mal, mit gesundheitsförderlichen Eigenschaften verbunden ist, wie Bewegung an der frischen Luft, ja, oder gesündere Ernährungsweise, weniger Rauchen, weniger Alkohol sowieso, ja. Alle Leute, die das angefangen haben, die berichten dann nach einer gewissen Zeit, dass sie sich verjüngt haben. Ne? Also sowohl physisch, aber auch mental, ne? Weil sie sich tatsächlich immer wieder auf den nächsten Wettkampf vorbereiten und so weiter. Und weil es so ein, wie soll ich sagen, es gibt ihnen eine Richtung im Leben. Ja, und diese Richtung und diese Aufgabe zu haben, das ist etwas, was die Menschen länger jung hält. Ich glaube, das Schönste ist, wenn wir alle dann mal wirklich alt sind und zurückblicken können und sagen, wir haben relativ viel richtig gemacht und relativ wenig falsch. Und wir haben irgendwie unser Soll erfüllt und unsere Rolle zur Zufriedenheit von einem selbst und natürlich auch von den anderen, weil das ist immer so eine Spiegelung. Ne? Also die, wie man selbst in die Welt hinaustritt, so kommt es ja auch wieder zurück. Ja? So, und wenn man da mit sich im Reinen ist, letzten Endes, dann hat man gut gelebt und hat man ein gutes Leben gehabt.